So, es ist 18 Uhr, wir kommen zu unserem nächsten Programmpunkt und zwar ist das Eris und ich dachte, als ich gehört habe, der Troja Ellert, also Stefan Thesing hier, möchte gerne über Eris reden. Hey, super, also was passt besser auf den Kongress? Und er sagte mir dann, naja, ich gehe aber jetzt erstmal ein bisschen zurück und wir reden gar nicht so über die diskordianische Eris, sondern erstmal über die griechische und aus der griechischen Mythologie heraus Zank, Streit und alles mögliche andere. Und wir freuen uns jetzt erstmal auf eine kurze Geschichte von ihm, die er versprach, etwas unbekannter von Eris ist. Und wir freuen uns dann im Anschluss darüber, vor allen Dingen Stefan, wenn ihr noch mit ihm diskutiert über all das, was er euch dort vorgestellt hat und wie auch dann die Adaption in die neue zeitliche Eris war. Und insofern viel Spaß mit dem Troja Ellert. Kommt nicht. Muss lauter. Dann nochmal von vorn. Moment. Drum. Also ich höre nichts. Hast du den Sound drauf? Ja. Wir hören übrigens nicht das Intro von Troja Ellert, sondern lautes Brummen. Pass auf. Nicht hilfreich, Tim. Hast du den... Ja, dann müsst ihr den... Was denn? Wie bei einer anderen Steckdose stecken. Hast du ihn müsst ihr selbst Steckdose stecken? Ich denke schon, ja. Ist zumindest... Doch, ist voll aufgedreht. Nochmal. Ah. Troja Alert. Der T-Podcast. Man mich? Dann hallo und herzlich willkommen zum Troja Alert hier, Sonderedition live im Sendezentrum. Claudia hat das ja gerade schon angekündigt. Ich sehe euch überhaupt gar nicht, aber egal, beim Podcast sieht man ja eh nie was. Claudia hat ja gerade schon angekündigt, dass es heute um Eris gehen soll, die griechische Göttin der Zwietracht. Unter Hackern gerne auch so als die Hauptgottheit des Diskordianismus bekannt. Und wie das ist, was wir gerne mal machen im Troja Alert, ist quasi zum Beispiel für Christen fremde mythologische Einflüsse in ihre Religion zu erklären, was da alles so mit reingespielt hat. Und so ähnlich machen wir das heute für die Diskordianer auch und liefern mal gewissermaßen die Grundlage für die Göttin Eris, die da also die Hauptgöttin geworden ist. Das war nämlich ganz zu Beginn eine griechische Gottheit und ist natürlich sozusagen satirisch damit eingearbeitet worden. Und ja, ist aber also ursprünglich eine griechische Gottheit. Und ich glaube, die bekannteste Geschichte von ihr ist die Geschichte mit dem Zankapfel, mit der sie letztendlich den Trojanischen Krieg auslöst. Kennt die jemand von euch? Okay, zwei, drei, ein paar Hände gehen hoch. Gut, ihr könnt froh sein, es gibt keine Wiederholung heute. Ich erzähle eine andere Geschichte. Wer sich für die interessiert, früher oder später, also wahrscheinlich tatsächlich die nächste Folge, da beginnen wir mit ganz regulär mit dem Trojanischen Krieg. Und da werden wir also auch mit Eris einsteigen. Heute will ich euch aber tatsächlich eine andere Geschichte erzählen, die, glaube ich, etwas unbekannter ist und bei der man aber tatsächlich sehr viel mehr über Eris erfährt. Und dann gucken wir mal, was wir da hinterher draus machen. Gesprächspartner habe ich ja heute nicht dabei. Daniel weilt noch außerhalb und ja, deswegen bestreite ich das heute hier alleine. So, erstmal ganz kurz ein paar Infos zu Eris. Das ist immer spannend zu... Huiuiui! Ja, es ist erstmal immer spannend zu hören in griechischer Mythologie, wo kommt jemand her, wer sind die Eltern, weil meistens ist man gewissermaßen ein Aspekt der Eltern gewissermaßen. Und Eris ist eine Tochter der Nacht.
Und die Nacht wiederum ist eine Göttin, die einfach sich direkt aus dem Chaos gebildet hat. Und da sieht man also, das ist sozusagen eine der Göttinnen, die so ganz, wie soll ich sagen, so ganz urtümlich aufgestellt ist im griechischen Götterhimmel und also entstanden ist, lange bevor diese ganzen Kämpfe um die Herrschaft im Götterhimmel zwischen Titanen und Olympiern und so weiter überhaupt erst entstanden sind. Was auch spannend ist, ist sich anzugucken, welche Kinder Eris wiederum hat. Hier sind mal 14 aufgelistet. Ich habe euch die griechischen Namen erspart, sondern nur, was das auf Deutsch jeweils übersetzt heißt. Und das ist, also ich lese es einmal vor für die Hörer auch. Also die Kinder von Eris, das sind die Diskussion, der Wortstreit, das Gemetzel, der Hader, der Kampf, der Mord, der Schlacht, die Schlacht, dann auch die Verblendung. Spannenderweise auch der Eid, ne? Also wenn man schwört, einen Eid schwört, das kann gerne mal zu Streit führen hinterher. Dann Gesetzlosigkeit, Hunger, Lüge, Mühsal, Schmerz und Vergessenheit. Und auch wenn der Hesiod das hier sozusagen als Kinder von Eris aufführt, im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, das sind alles Aspekte von ihr, alles Teile von ihr, das gehört alles in den Streit mit rein. Und ich erzähle das vor allem deshalb, weil ich eine der Kinder hier einmal hervorheben möchte und auch den griechischen Namen dazu sagen möchte. Das ist Ate, ist also eine Tochter von und damit ein Aspekt von Eris. Die könnte den Hörern vom Troja Alert insofern bekannt sein, als dass wir ja gerade diesen ganzen Herakles-Zyklus hinter uns gebracht haben. Und einer der großen Probleme, die da im Raum sind, einer der großen Konfliktfelder, ist so eine Prophezeiung, die irgendwie gemacht wird. Also Zeus sagt, der nächste Nachkomme des Perseus, der da geboren wird, das wird der größte von allen sein. Und zu dieser Aussage wird er überhaupt nur durch Ate verleitet. Ja, also die macht ihm quasi so einen kurzen Moment, wo er die Konsequenzen seines Handelns nicht absehen kann und dann ja, lässt er sich zu so einer Aussage hinreißen und auf einmal ist ein Konflikt im Raum, der zu Krieg und allem Möglichen führt und ja, das ist gewissermaßen Ate und damit also auch Eris. Und dieser Verblendungspunkt, den finde ich insofern ganz spannend, als dass das häufiger mal passiert, dass man einfach, weil man nicht so richtig drüber nachdenkt, was man sagt und verblendet ist, Dinge sagt und damit Konflikte auslöst, die man gar nicht vorhersehen konnte. Und ich finde, das ist ganz spannend, weil das sieht man tatsächlich schön, weil in jedem Gate steckt ein Ate sozusagen. Da ist also Eris schon längst mit drin. Gut, soweit erstmal also ein paar allgemeine Infos zu Eris. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Und das ist eine Geschichte, in der spielt Eris eine tragende Rolle, kommt aber erst relativ spät in das Ganze hinein. Und zwar ist das die Geschichte von Inachos. Inachos ist ein Flussgott. Und zwar einer von denen, die zu so einer uralten Göttergeneration gehören. Ist ein Sohn von Okeanos. Okeanos ist sozusagen der Meeresgott bei der Titanengeneration gewesen und der ist quasi entmachtet worden, als Zeus und seine Leute da den Götterhimmel übernommen haben und Poseidon hat dann seinen Job übernommen. Und irgendwie hat es der Inachos geschafft, bei dieser ganzen Entmachtung, bei diesem ganzen Sturz der Titanen nicht mit unter die Räder zu kommen, sondern irgendwie für so einen kleinen Fluss, der auch so heißt wie er, Inachos, für so einen kleinen Fluss weiter zuständig zu sein. Und irgendwie war er offensichtlich nicht so richtig auf dem Radar der jetzt herrschenden Götter. Also Poseidon hat offensichtlich nicht mitgekriegt, dass da noch jemand unterwegs ist aus der alten Generation, der dann noch für so einen Fluss zuständig ist. Oder er war ihm egal, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist Inachos also weiterhin ein amtierender Flussgott, auch wenn er zu einer eigentlich entmachteten Göttergeneration gehört. Dieser Fluss fließt in der sogenannten Argolis, das ist also die Gegend um Argos herum, eine wilde, aber fruchtbare Gegend, kann man sagen, recht grün alles. Und das ist auch tatsächlich die Region um die Stadt Argos herum, in der auch viel von der ganzen Herakles-Sage spielt, die in vergangenen Folgen ich häufiger mal erzählt habe oder länglich erzählt habe, will ich eher mal sagen.
So, und da fließt also dieser Fluss Inachos durch und der Inachos ist also als Flussgott dafür zuständig und lebt aber ein relativ normales Leben, kann man sagen. Der hat da halt quasi diesen Fluss und wohnt da in der Nähe mit seiner Frau und seiner Tochter und ja, hat da eigentlich ein relativ entspanntes Götterleben, macht halt so, was man so tun muss, wenn man ein Flussgott ist, kümmert sich drum, dass der Fluss fließt oder was man halt so macht. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist, so einen Fluss am Fließen zu halten. Und lebt also ein recht entspanntes Leben. Und das ändert sich irgendwann, als tatsächlich zwei der amtierenden Chefgötter, zwei olympische Götter auf ihn aufmerksam werden, beziehungsweise um genau zu sein, eine Göttin und ein Gott, nämlich Hera und Poseidon. Poseidon ist ja als Meeres- und Wassergott sozusagen derjenige, der sein amtierender Vorgesetzter ist, kann man sagen. Und der kommt also an und sagt, hier, was ist denn das hier? Freelance-Flussgötting, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Das muss gewissermaßen unter zentrale Kontrolle hier. Das ist ja mal mein Job. Und Hera wiederum ist der Meinung, Moment mal, dieses ganze Land hier, das war einst quasi Eigentum einer Muttergottheit. Und das bin ich jetzt ja, die amtierende Muttergottheit. Das heißt, ich habe hier auch was zu sagen. Und die beiden streiten sich ganz fürchterlich drüber, wer denn jetzt gewissermaßen Obergottheit über dieses Land wird und wer also sozusagen der vorgesetzte Gott bzw. die vorgesetzte Göttin des Inachos wird. Und bringen ihn in eine ziemlich beschissene Situation, nämlich die sagen, du entscheidest das bitte. Und er sagt, ja, wie soll ich das denn entscheiden? Und so, naja, du bist ja jetzt hier bisher der Chef in diesem Land, das kann nicht so bleiben. Und jetzt kannst du mal entscheiden, ob das ganze Land zukünftig Hera gehören soll oder Poseidon. Und er weiß halt genau, egal wie ich mich entscheide, ich bin am Arsch, auf Deutsch gesagt. Weil entweder laufen mir hier gewissermaßen, läuft mir die Erde und alles, was der Muttergottheit zugeordnet ist, hier früher oder später amok, wenn ich jetzt sage, das gehört dem Poseidon, das Land. Oder ich kriege irgendwie Schwierigkeiten mit dem ganzen Wasser und dem Fluss und so, wenn ich sage, Hera gehört das Land. Und er denkt also ewig lange drüber nach, wie er das jetzt anstellen soll, wie er aus der Nummer wieder rauskommt. Und ja, letztendlich kommt er dann zum Schluss, naja, mein Zuständigkeitsgebiet ist ja gar nicht so sehr das Land, sondern ist ja eher der Fluss. Und dann würde ich mal sagen, bin ich wahrscheinlich mit Poseidon schlauer dran. Ne? Wir sind ja beide so Wassergottheiten, kommen wir irgendwie mit klar. Und er entscheidet sich also, dieses Land soll Poseidon gehören. Worauf seine Frau sagt, nee, das kannst du nicht bringen, dann hau ich dir hier ab und nehme die Tochter mit und überhaupt alle Frauen in diesem Land, dann geht die Fruchtbarkeit hier ganz schnell zu Ende. Und er sagt, naja gut, dann entscheide ich mich halt, dass Hera das Land gehören soll. Und genau das verkündet er den beiden Göttern gegenüber dann auch. Und Poseidon ist stinkesauer, der hat fest damit gerechnet, dass dieses Land ihm gehören wird. War ja auch grundsätzlich eine richtige Einschätzung. Inachos hätte sich ja tatsächlich so entschieden, aber so kam es jetzt ja nicht. Und was macht so ein Wassergott, wenn er stinkig ist? Er macht Schwierigkeiten mit dem Wasser. Es gibt erstmal eine Mordsüberschwemmung und danach trocknet der Fluss schlicht und einfach aus. Also dieser Fluss Inachos führt kein Wasser mehr. Und das spürt auch der Inachos selber als zugehörige Flussgottheit. Er trocknet quasi mit aus, fühlt sich total schlapp und ihm geht's schlecht und so weiter. Aber er denkt sich, gut, das ist ein Opfer, das ich bringen muss. Jetzt bin ich halt sehr ausgetrocknet. Aber zumindest sind meine Frau und meine Tochter noch bei mir und die ganze Fruchtbarkeit dieser Region ist noch nicht komplett kaputt. Wir müssen zwar alle ein bisschen weiter laufen, um Wasser zu holen, aber grundsätzlich ist hier nicht das soziale Gefüge zusammengebrochen. Und er denkt sich, naja, da habe ich doch wohl doch die richtige Entscheidung getroffen, indem ich das Land Hera gegeben habe. Aber er hat sich geirrt mit dieser ganzen Geschichte. Also wahrscheinlich wäre es mit Poseidon auch schlimm geworden, aber mit Hera wird es auf jeden Fall relativ schlimm. Ein paar Jahre später taucht die nämlich mal wieder auf und sagt, so, ich wollte mal mein Land inspizieren. Wie sieht's denn hier aus? Und der Inachos sagt, naja, also der Fluss ist ausgetrocknet, aber ansonsten sieht's hier so aus wie immer. Und Hera sagt, naja, das kann ja so nicht sein, oder? Also irgendwie hätte ich erwartet, dass du jetzt mir als deiner neuen Chefin und als Besitzerin dieses Landes hier mal ein bisschen Tribut zollst. Und Inachos sagt, aha, was hätte ich da machen sollen? Und sie sagt, naja, vielleicht einen Tempel bauen,
So, für mich wäre ja mal schön. Und er sagt, ja, okay, ich kümmere mich drum. Und Hera sagt, gut, dann reise ich mal wieder ab. Aber wenn ich wiederkomme, steht hier ein schöner Tempel. Und zwar nicht irgendwie so eine Holzhütte, sondern ein ernsthaftes Ding, bitte. Und er sagt, ja gut, mache ich. Und trommelt alle zusammen, die irgendwie arbeiten können und die Material haben und fängt an, einen Tempel zu bauen. Und kriegt das auch hin, tatsächlich kurz bevor die Hera wieder auftaucht, steht der Tempel. Und sie kommt da an und sagt so, das soll der Tempel sein. Und er sagt, ja, das ist das Beste, was wir hinbekommen haben in der kurzen Zeit. Und sie sagt, naja, hätte mir ja ein bisschen mehr erwartet, aber Minimum erreicht, will ich mal sagen. Dann gucken wir doch mal rein. Und sie geht da rein, Inachos wartet draußen, knabbert an den Fingernägeln und denkt sich, jajajaj, hoffentlich geht das gut. Und sie kommt wieder raus und ist stinkesauer und sagt, da ist ja gar niemand drin. Und er sagt, ja, wer sollte denn da drin sein? Und sie sagt, naja, eine Priesterin vielleicht? Wäre doch irgendwie für so einen Tempel mal ganz angemessen. Und er sagt, ja, wo soll ich denn jetzt eine Priesterin hernehmen? Und sie sagt, ja, du hast doch eine Tochter, oder? Und er sagt, ja, ich habe eine Tochter. Und er sagt, ja, dann wäre es doch mal angemessen, wenn die meine Priesterin würde. Und er geht nach Hause und er verklickert das seiner Frau und seiner Tochter. Und die Frau ist nicht so begeistert, aber die Tochter dafür umso mehr. Die sagt, oh ja, eine Hera-Priesterin, das würde ich wohl machen. Und fängt also an, sich ganz genau zu informieren, was man als Hera-Priesterin so können muss. Und fängt sogar an, sich als Hera zu verkleiden. Also sie zieht sich so an, wie sie sich die Göttin vorstellt. Also hier diejenigen, die hier sind, können das hier auf dem Bild sehen. Da ist sie, die Hera, so ungefähr. Zieht sich die Tochter also an. Io heißt die Tochter übrigens. Ja, und die wird dann da also die Hera-Priesterin und macht einen Mordsjob. Also es ist wirklich, wirklich gut. Das wird sozusagen die beste und kompetenteste Hera-Priesterin, die es in ganz Griechenland gibt. Und sie ist so gut, dass sie tatsächlich von vielen Gläubigen für Hera gehalten wird. Ja, also viele sagen, die kann man gar nicht mehr von der Göttin unterscheiden. Das ist sie womöglich selbst. Und das kriegt dann irgendwann mal jemand mit, der da, wie soll ich sagen, sexuelle Gefühle beikriegt bei dieser ganzen Geschichte. Und wer könnte das sein? Zeus, richtig, vielen Dank. Da ist er. Der stellt jetzt also dieser Io nach. Der denkt sich, Mensch, also die Hera ist ja durchaus ansehnlich. Ne? Das ist ja eine wunderschöne Göttin. Es hat ja auch seinen Grund, dass ich die geheiratet habe. Aber wie das so ist über lange Ehen hinweg oder zumindest bei Hera, die ist biestig geworden über die Jahre und das macht eigentlich keinen Spaß mehr mit ihr. Und jetzt hat er hier so eine, sozusagen so eine frische, junge, unverbrauchte Io, die obendrein genauso aussieht wie seine Hera, aber eben ohne die Eifersucht und ohne die Biestigkeit etc. Und er denkt sich, oh ja, die nehme ich mir zur Brust. Und Io ist am Anfang, also er taucht dann da irgendwann auf und sagt, hier, du bist ja sozusagen Hera, ich Zeus, lass mal zusammen ins Bett gehen. Und Io sagt sich, naja, das kann ich ja eigentlich nicht machen. Also ich bin ja sozusagen der Hera verpflichtet und die ist ja obendrein die Göttin der Ehe und der Treue. Und ich kann jetzt ja nicht, also es ist ja schlimm genug, lieber Zeus, dass du die ganze Zeit da dich amüsieren gehst mit irgendwelchen fremden Frauen. Aber ich kann das auf keinen Fall machen. Ich bin ja schließlich Heras Priesterin. Und Zeus argumentiert, na ja, also wenn man es so sieht, du bist ja sozusagen Heras Stellvertreterin hier auf Erden, sozusagen so eine Art Hera-Papst. Dann müsstest du doch eigentlich das, was die Hera normalerweise tut, hier mit mir jetzt auf Erden vollziehen. Und sie denkt dann eine Weile drüber nach und denkt sich, ja, hast eigentlich recht und so. Und so kommt es dann auch, dass Zeus und Io miteinander eine Liebesaffäre eingehen, die im Übrigen eine ganze Menge Malerei auch inspiriert hat. Also dieser Sex zwischen Zeus und Io ist in verschiedensten Skulpturen und Gemälden und so weiter abgebildet. Häufig Zeus in Form eines Lufthauchs oder einer Wolke oder ähnliches. Ja, und dann hat der Zeus also eine heiße Affäre mit der Io. Und natürlich kriegt Hera das mit. Also A ist sie generell nicht doof und hat generell ein ziemlich gutes Auge dafür, wann ihr Mann fremd geht. Und jetzt in dem Fall kriegt sie es natürlich doppelt mit, weil was mit ihren Priesterinnen passiert und was in ihren Tempeln abläuft, da hat sie sozusagen einen direkten Draht rein und sie bekommt das mit. Und
In kurz gesagt, was passieren muss, ist, die EU muss aus dem Land. Die muss verschwinden, Hera ist stinkesauer und sozusagen die EU muss flüchten. Und der ganze Plan, sie außer Landes zu schaffen, gerät schwer in Gefahr, weil Hera schon unterwegs ist. Und sie überlegen sich, wir müssen jetzt noch irgendwas schaffen, damit die Hera die Io nicht findet, auch wenn wir sie nicht schnell genug aus dem Land bekommen. Und Zeus hat eine Bombenidee. Der sagt sich, ich verwandle die Io einfach in eine Kuh. Dann erkennt die Hera die nicht. Und für mich sozusagen, was so das Sexuelle angeht, habe ich ja jetzt keine Schwierigkeiten, mich zum Beispiel in einen Stier zu verwandeln. Habe ich schon mehrfach gemacht. Kann ich. Und dann würde das ja trotzdem so weitergehen. Und verwandelt die Io also in eine Kuh. Ich zeige auch nachher noch ein Bild davon. Verwandelt sie also in eine Kuh, stellt die da auf die Weide und sagt, warte hier, ich komme nachher in Form eines Stieres wieder zu dir, wenn ich die Hera abgelenkt habe. Und Hera taucht auf und sagt, so, wo ist denn die Io? Und Zeus sagt, du, keine Ahnung, die ist irgendwie weg. Und Hera sagt, ja genau, was ist mit der Kuh da? Das ist nur so eine Kuh. Ah ja, dann stört's dich doch bestimmt nicht, wenn ich die jetzt mit ziemlich garstigen Mitteln vertreibe. Und Zeus denkt so einen Moment drüber nach und sagt, nein, wieso soll mich das stören? Ist alles erste Sahne. Und dann schickt die Hera sozusagen eine Horde voller Bremsen. Ja, Bremsen sagen euch was? Sagt man da in Norddeutschland auch so zu? Ja, Bremsen. Genau, also fiese Stechinsekten, die Kühe und Pferde und so weiter auch gerne mal quälen. Und schickt also einen ganzen Schwarm von diesen Bremsen auf diese Kuh zu. Und ja, die arme Io, geplagt wie sie ist, ergreift die Flucht und rennt davon, schwimmt übers Meer. Und zwar über den Teil, der Griechenland und Sizilien verbindet. Und tatsächlich heißt dieses Meer bis heute noch die Ionische See und ist nach der Io benannt, weil die da durchgeschwommen ist auf der Flucht vor diesen Bremsen. So, und Hera und Zeus stehen da und sagen, ja, dann ich müsste jetzt dann auch mal wieder gehen und so. Und Zeus haut ab, weil er sich denkt, naja, Kuhsex wird wohl nichts mehr. Und Hera denkt sich, ich habe meinen Job hier ja auch erledigt, dann kann ich ja auch wieder abziehen. Und ja, rauscht ab. Und Inachos steht da und denkt sich, was war das denn jetzt? Und auf einmal steht seine Frau neben ihm und sagt, sag mal, wo ist unsere Tochter? Und er sagt, ah, das ist jetzt kompliziert zu erklären. Und naja, sie zieht ihm das so langsam aus der Nase. Und als sie dann also tatsächlich rausfindet, dass ihre gemeinsame Tochter nicht nur in eine Kuh verwandelt worden ist, sondern auch noch spurlos verschwunden ist und irgendwo ins Meer getrieben worden ist, da ist sie so sauer auf den Inachos, dass sie ihn verlässt. Und mit dieser, wie soll ich sagen, mit seiner weiblichen Entsprechung als Göttin verlässt gewissermaßen das letzte Mütterliche, das letzte Fruchtbare dieses Land und es dauert alles aus. Ja, also nicht nur der Fluss Inachos ist ausgetrocknet, sondern das ganze Land ist ausgetrocknet, da wächst nichts mehr, alles was fruchtbar sein könnte, ob nur Menschen oder Pflanzen oder Tiere, alles ist unfruchtbar und im Prinzip ist dieses Land zu einer Wüste geworden. Und der Inachos sitzt da und denkt sich, wie konnte das denn jetzt passieren? Ich habe eigentlich nur versucht, es den Göttern recht zu machen. Und was passiert ist, ich habe alles verloren. Ja, ich habe meinen Fluss verloren, ich habe mein Land verloren, ich habe meine Freunde und Familie alle um mich rum verloren, meine Frau ist weg, meine Tochter ist verschwunden und obendrein in eine Kuh verwandelt. Und also er hat alles verloren. Es ist wirklich zu Ende mit ihm gewissermaßen. Und er setzt sich an dieses ausgetrocknete Flussbett und sitzt da und sinniert so darüber nach, was er denn jetzt als nächstes machen soll und was ihm da geschehen ist. Und aber tatsächlich ist er trotz allem immer noch zufrieden. Das ist das Verrückte an ihm, dass er da sitzt und sich denkt, naja, zumindest habe ich jetzt nichts mehr zu verlieren. Jetzt ist es zumindest vorbei. Und beginnt so eine zen-buddhistische Ruhe in sich zu spüren gewissermaßen und kommt so langsam runter von der ganzen Geschichte und denkt sich, naja gut, jetzt habe ich es zumindest hinter mir. Und dann hört er das Trippeln von Füßen. Und da kommt so eine kleine Gestalt in so einem schwarzen Mantel auf ihn zu. Und ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen wie ihn hier, wie den Imperator bei Star Wars, nur so ungefähr 1,40 Meter groß und in weiblich. Ja, da kommt also so ein altes, vertrocknetes Mütterchen angelaufen, ganz
klein und ganz gebeugt, ganz verknorrt an so einem Stöckchen und so und kommt da also auf ihn zu, setzt sich neben ihn hin und sagt, Mensch, du siehst aber scheiße aus. Du bist ja ganz vertrocknet. Und er sagt zu ihr, naja, guck dich mal an. Und sie sagt, ja, mag sein, aber ich glaube ehrlich gesagt, dir geht's noch schlechter als mir. Und er sagt, ja, das kann sein. Und sagt so, kann es sein, dass du, oh, ja, genau. Und sie sagt, ja, da bist du wohl neidisch auf mich. Und er sagt, na nee, neidisch, nee, kann man nicht sagen. Und sie sagt, na ja, aber ich habe zumindest nicht meine Familie verloren, meine ganzen Kinder sind noch da. Ja, hast recht, wenn ich so recht überlege, bin ich ein bisschen neidisch auf dich. Und zack, ist sie nicht mehr 1,40 groß oder was habe ich vorhin gesagt, 1,40 oder 1,50? Egal, wie groß sie war, sie ist jetzt 1,60 groß. Und auch nicht mehr so ganz vertrocknet, muss man sagen. Ja? Und er wundert sich so ein bisschen und sie sagt, na, bist du noch neidischer auf mich? Und er sagt, ja, also mit dir scheint es zumindest aufwärts zu gehen, da bin ich durchaus noch neidischer. Und zack, ist sie 1,70 groß und noch ein bisschen weniger vertrocknet. Und sie sagt, hast du dafür die Götter nicht ganz fürchterlich? Und er denkt sich, ja, wenn du es so recht sagst, ich hasse die Götter dafür. Und dann ist sie 1,80 groß und eigentlich jetzt schon recht ansehnlich, also wirklich mit dem Imperator nicht mehr zu vergleichen. Und er fängt an, sich in so richtige Hasstiraden zu ergehen, ja, und fängt an, über alles Mögliche zu schimpfen, was ihm vor die Flinte kommt. Über diesen Zeus, der von keinem Weibsvolk die Finger lassen kann, über diese blöde Hera, die da vorbeikommt und irgendwie seine Tochter zur Priesterin macht und mit nichts zufrieden ist, über diesen scheiß Poseidon, der da irgendwie ankommt und seine Flüsse austrocknen lässt und die Götter überhaupt und seine Frau und die Leute und ja, also er fängt an, Hasstiraden über alles auszuschütten, was ihm so einfällt. Und mit jedem Wort des Hasses und der Missgunst, die er so ausdrückt, wächst diese Figur, die da neben ihm sitzt. Und ihr habt wahrscheinlich schon geraten, um wen es sich handelt. Es handelt sich also um Eris, die Göttin der Zwietracht. Wächst sie und wird immer jünger und immer schöner und wächst quasi zu einer ganz imposanten, großen, wunderschönen Frau heran. Und je mehr er sie gewissermaßen füttert, desto stärker und desto größer wird sie. Und je größer und stärker sie wird, desto stärker wird sein Hass. Ja, das heißt, da ist so eine kreisrunde Kettenreaktion am Start. Und Eris wächst also wirklich in Höhen empor, dass sie irgendwann sozusagen mit dem Kopf durch die Wolken läuft und ist also eine ganz, eine wirklich imposante Figur, vor der selbst die Götter irgendwie sagen, hui, jetzt wird's aber schwierig hier. Und Inachos wird ein Hassprediger, kann man sagen. Der zieht durch die Lande und versprüht Gift und Galle, wo er hinkommt und schimpft über alles, was ihm vor die Flinte kommt. Und die Leute finden es großartig, weil endlich traut sich da mal jemand auszusprechen, was ja sonst niemand sagt. Und hier den Göttern muss man auch mal Bescheid sagen und so, ist ja fürchterlich. Und was da die ganzen Berichterstatter, ne, Homer und Hesiod und wie sie alle heißen, was sie da über die Götter schreiben, ist ja alles viel zu wohlwollend. Ist ja alles Lügenpresse sozusagen. Und also er kriegt eine riesen Gefolgschaft und so weiter. Die ziehen mit ihm durch die Gegend und verbreiten mit ihm Hass. Und Eris freut sich, weil sie wird immer größer und immer mächtiger. Irgendwann wird den Leuten das zu bunt. Ja? Also die ziehen da ja durch ganz Griechenland und die Leute finden das irgendwann ganz fürchterlich und sagen sich, was muss man machen, wenn man irgendwie hier Hass und Intoleranz und so weiter ins Land bekommt von Fremden? Man muss dem mit noch mehr Hass und noch mehr Intoleranz begegnen. Und sie gründen eine Gruppe, die heißt Pegida, patriotische Einwohner gegen die Inachosierung der Argolis. Und begegnen dem Ganzen also mit noch mehr Hass und fangen an, da dagegen zu schimpfen und so weiter und fordern, dass die alle ausgewiesen werden, diese ganzen fremden Hassprediger, die hier unterwegs sind und so weiter. Und Eris lacht sich natürlich ins Fäustchen, weil sie wird noch größer und noch mächtiger. Und also irgendwann nimmt sie tatsächlich Ausmaße an und ein Maß an Macht an, dass den olympischen Göttern es so langsam etwas bange wird. Ja, die kann inzwischen auf den Olymp gucken. Die guckt quasi mit dem Kopf aus der Wolkendecke raus und guckt den Göttern beim Essen auf den Tisch. Und eigentlich
ist ihr niemand mehr gewachsen. Ja, solange sie mit so viel Hass gefüttert wird, können die ganzen Götter da nichts mehr gegen tun. Es ist also, ja, sie ist übermächtig. Und Zeus denkt sich, okay, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Hat irgendjemand eine Idee davon, warum diese Eris so mächtig geworden ist? Poseidon, weißt du was? Und Poseidon sagt, nee, ich weiß von nix. Hera, weißt du was? Nein, ich habe auch keine Ahnung. Und so weiter. Auf jeden Fall, er schickt dann mal den Hermes los, dass der so ein bisschen recherchieren geht, was da wohl los ist. Und er kommt dann im Prinzip mit der Story zurück und sagt, naja, das hat alles was mit dem Inachos zu tun. Der ist der Kern des Ganzen. Wenn wir den ausschalten, wenn wir dessen Hass beenden oder zumindest ihn beenden, dann müssten wir die Eris wieder kleinkriegen. Und Zeus sagt, okay, machen wir. Und er heuert gewissermaßen ein Killerkommando an. Oder eine Profikillerin heuert er an. Und zwar ruft er bei den Erinien an. Die Erinien sind die Rachegöttinnen. Sind drei Schwestern, die alle für unterschiedliche Formen der Rache zuständig sind. Und diejenigen, die sich so als Profikillerin am besten eignet, das ist Tisiphone. Die könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie so eine in Lack und Leder gekleidete Kampfbraut aus Die Matrix oder Underworld oder ähnliches. Und die ist sozusagen für die Blutrache zuständig, also für alles, was mit Mord zu tun hat. Also wenn man quasi Tod durch Tod rächt, das ist Tisiphones Gebiet. Und ja, sie wird im Prinzip losgeschickt, um den Inachos auszuschalten. Und sie geht das Ganze so ein bisschen scouten und guckt sich an, was ist da los, was machen wir da jetzt? Und stellt fest, wenn ich den jetzt einfach abknalle, das bringt nichts. Dann wird er ein Märtyrer seiner Bewegung und dann entsteht dann nur noch mehr Hass und so weiter. Das geht nicht. Ich muss den irgendwie zum Schweigen bringen, ohne ihn umzubringen. Und denkt sich, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist quasi zu versuchen, diesen Hass irgendwie einzuengen und ihn klein zu kriegen. Und sie geht durch die Lande und nimmt sich von jedem, der gerade Hass versprüht, nimmt sie sich ein bisschen was. Und das sind inzwischen alle. Ja, die Wirkung, die das alles entfaltet hat, ist so, dass nicht nur die Menschen Hass versprühen, sondern auch die Tiere. Ja, die fangen an, Reißzähne sich wachsen zu lassen und ähnliches. Sogar die Pflanzen fangen an, Dornen und Disteln und solche Sachen auszubilden, weil sie so voller Hass sind. Und die Tisiphone zieht dann also durch die Gegend. Und nimmt von allem, was Hass ist, nimmt sie sich ein bisschen was. Ne? So bricht so eine Dorne von einer Distel ab. Nimmt sich das Gift von einer Spinne. Nimmt sich Haare von einem der Hassprediger. Alles Mögliche. Und fängt an, Material zusammenzusammeln und geht dann ins Labor und rührt das alles irgendwie zu so einer schönen Masse zusammen. Und das scheint ein sehr klebriges Material zu sein, dieser Hass. Auf jeden Fall kann sie aus diesem Material so Fäden ziehen und verquirlt das Ganze dann zu einem Seil. Und dieses Seil aus Hass gewissermaßen, das nimmt sie mit und schlingt das dem Inachos ums Herz und zieht zu. Ja? Und das hat tatsächlich die Auswirkung, dass sich sein Hass nicht mehr weiter verbreitet, sondern dass was anderes passiert. Nämlich, dass jetzt gewissermaßen sein Herz sich so mit Hass sättigt, dass es immer kleiner wird und zusammengezogen wird. Und dass der so richtig, je mehr er hasst, desto mehr Beklemmungen kriegt er in seinem Herz und kann irgendwann gar nicht mehr frei atmen und so. Und beschließt dann irgendwann, das mit dem Hass sein zu lassen. Und geht. Und verschwindet von einem Moment auf den nächsten von der Bildfläche und tatsächlich die ganze Hassbewegung, die sich da um ihn rum entwickelt hat, verschwindet auch. In dem Moment, wo er weg ist, fangen alle an zu sagen, ja, eigentlich habt ihr schon recht, das führt nichts hier mit dem Hass und dem Streit. Da haben wir eigentlich nichts von. Und Eris fängt auch an zu schrumpfen. Je weniger Hass es gibt in der Welt, desto kleiner wird sie und desto mehr wird sie wieder zu so einem verkümmerten Muttchen. Ja, jetzt ist nur ein Problem. Der Inachos ist ja sozusagen nur temporär entschärft. Solange dieses Seil da um sein Herz drum ist, ist alles safe. Aber was passiert, wenn das irgendjemand löst? Das könnte ja passieren. Und soweit die Agenten sich gemeldet haben, ist Eris und ihre ganze Truppe schon längst dabei, Pläne zu schmieden, wie man dieses Seil lösen könnte. Und sie überlegen sich, was machen wir jetzt? Und die Tisiphone sitzt da mit dem Inachos und sagt, so,
Du willst doch auch nicht mehr ein Hassprediger sein, oder? Er sagt nein. Aber so weiterleben kannst du auch nicht, weil könnte sein, dass jemand das Seil wieder löst. Und er sagt, ja, das verstehe ich. Was machen wir jetzt? Ich könnte meine menschliche Form komplett aufgeben und so wie das viele andere Götter gemacht haben, ne, wie zum Beispiel der Ozean oder das Chaos oder der Himmel und so weiter, ich könnte meine menschliche Form aufgeben und nur das werden, was ich symbolisiere. Ich könnte dieser Fluss werden, für den ich zuständig bin. Und sie sagt, oh, das ist aber ein hartes Opfer, das ist ein ausgetrockneter Fluss. Das heißt, du würdest den Rest deiner Existenz, die Ewigkeit, als ausgetrocknetes Flussbett fristen. Und er sagt, naja, das ist mir lieber, als dass da so viel Hass in der Welt ist. Und sagt, okay, dann machen wir das. Und er nimmt also, er legt seine sterbliche Hülle oder seine menschliche Hülle ab und wird dieses ausgetrocknete Flussbett und existiert da so eine Weile vor sich hin. Aber der Hass um ihn rum nimmt ab und das Leben normalisiert sich so ein Stück weit wieder. Nur diese Region, diese Argolis, ist weiterhin eine Wüste. Und dann müssen wir jetzt springen in die Ionische See, wo die Io als Kuh immer noch unterwegs ist. Und die merkt jetzt, oh, diese Bremsen sind weg und überhaupt dieser ganze Hass in Griechenland ist weg. Ich könnte wieder nach Hause. Und sie schwimmt wieder über die Ionische See zurück und geht in die Argolis und sucht ihre alte Heimat, um da irgendwie zu grasen. Und stellt aber fest, hier gibt's kein Gras mehr, hier ist immer noch alles ausgetrocknet. Und auch der Fluss, der mein Vater war, auch der ist ausgetrocknet. Und wo mein Vater ist, weiß ich auch nicht. Ah, alles traurig. Und sie fängt an zu weinen, und zwar, sie fängt an Sturzbäche zu weinen und füllt mit ihren Tränen dieses Flussbett. Und der Fluss führt wieder Wasser. Ist zwar salziges Wasser, zumindest eine Weile lang ist das wohl Brackwasser, was da drin fließt. Aber trotz allem fängt die Gegend drumherum wieder an zu grünen und so weiter. Und ja, damit ist diese ganze Hass-Episode vorbei. Und Io will da aber trotzdem nicht bleiben, weil sie feststellt, oh, ich bin offenbar schwanger. Das merke ich jetzt erst. Warum sie das jetzt erst merkt, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das bei Kühen nicht so einfach mit dem Schwangerschaftstest. Auf jeden Fall denkt sie, ich bin wahrscheinlich schwanger von Zeus. Und das wäre, glaube ich, keine gute Idee, wenn ich den jetzt hier auf die Welt bekommen würde. Dann wird womöglich nur wieder Unheil über dieses Land hereinbrechen. Und sie beschließt sich fortzugehen, entschließt sich fortzugehen. Und sie zieht nach Ägypten. Und in Ägypten wird sie tatsächlich in den Götterhimmel aufgenommen. Die Ägypter haben eine Gottheit namens Hathor. Das ist eine Kuh, die zwischen ihren Hörnern eine Sonnenscheibe trägt. Und diese Hathor ist tatsächlich gewissermaßen auch von der ganzen Mythologie, die sich die Ägypter erzählt haben, das ist Io gewissermaßen, die dann da nach Ägypten kam und da eben ihren Sohn Apis zur Welt gebracht hat und so weiter. Das erzähle ich vor allem deshalb, weil diese Hathor später, also die ägyptische Götterwelt hat sich fürchterlich vermischt und also ist noch komplizierter als bei den Griechen, kann man sagen. Und das ganze Profil von Hathor inklusive Kuh und so weiter wird irgendwann von der Hauptgöttin der Ägypter, von Isis, reingenommen. Das sieht man irgendwann nicht mehr, dass sie mal eine Kuh war, aber diese Hörner mit der Sonnenscheibe, die sind immer noch da. Also da gibt's ganz viele Darstellungen von Isis mit diesen Hörnern und der Sonnenscheibe. Und dementsprechend kann man sagen, haben die Ägypter ihre Hauptgöttin Isis sozusagen der Eris zu verdanken. Ohne die und den ganzen Streit, den sie da in Griechenland entfacht hat, wäre also in Ägypten nie diese Io angekommen, die dann irgendwann zu Isis geworden ist. Genau. Soweit die Geschichte, wie ich sie heute erzählen will. Und jetzt, da ich ja keinen Gesprächspartner habe, Daniel ist ja nicht da, ist meine Frage, ob ihr was dazu zu sagen habt, zu dieser ganzen Geschichte, ob euch was dazu einfällt, was ihr dazu zu Wort zu melden habt. Ganz hoch, ja. Kommt dazu bitte auf die Bühne, damit man euch dann auch sieht. Also so mein gefährliches Halbwissen geht, sind doch mehr oder weniger alle griechischen Götter mal nach Ägypten geflohen, weil es einen Giganten gab, der sie mal vertrieben hat und sie ihn lange Zeit nicht bekämpfen konnten.
Also es ist tatsächlich so, dass es da eine starke Vermischung gibt, also jetzt sozusagen in der echten Welt, weil insbesondere eben Alexander der Große, der hat ja quasi die ganze Welt erobert oder die ganze bekannte Welt, unter anderem eben auch Ägypten. Alexandria ist nach ihm benannt und so. Und der hat tatsächlich die griechischen Götter mitgebracht, und was dann so passiert, wenn mehrere polytheistische Religionen aufeinandertreffen, ist, die vermischen sich. Aber bei den wenigsten gibt es quasi so eine direkte Geschichte, wo jemand aus der griechischen Götterwelt rausspaziert und in der ägyptischen Götterwelt landet. Das ist tatsächlich bei Isis oder bei Io eine relativ besondere Angelegenheit. Ja, weil ich glaube, ich habe mal so eine Geschichte gelesen, wo, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber da müssten die griechischen Götter fliehen, also Zeus und Hera und alle möglichen, vor irgendeinem Ungetüm, einem Riesen, der mächtiger war als sie selber. Und dann sind sie nach Ägypten geflohen und haben Tiergestalten angenommen. Und so hatte man sich dann erklärt, dass die ägyptischen Götter alle Tiere sind. Das haben sich die Griechen erzählt, gewissermaßen. Ja, oder die Ägypter oder beide. Mhm. Also ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht, aber das ist spannend. Da kann man gut hinterher recherchieren. Ja, danke. Next one. Ansonsten würde ich sagen, erstmal einen Applaus für Stefan. Vielen Dank dafür. Das war, glaube ich, eine schöne Geschichte. Möchte noch jemand sonstige Anmerkungen dazu loswerden? Auch nicht. Okay. Gut. Dann würde ich tatsächlich nur eine Sache, die ich da reinlese, einmal noch zum Besten geben. Ich finde, was man da sehr schön rausziehen kann aus der ganzen Geschichte, ist, dass die Idee, dass man irgendwie Hass mit Hass bekämpfen könnte, dass die zu nichts führt. Das haben die Griechen, finde ich, da in dieser Geschichte einmal sehr schön verpackt. Und ich finde es auch logisch, also ich finde das ganze Bild, das da drin steckt, finde ich total nachvollziehbar. Ich glaube, da können wir auch in heutiger Zeit irgendwie viel drüber lernen, dass diese ganze Idee, Hass mit Hass zu bekämpfen, eigentlich nur schief gehen kann, sondern es da halt mit mehr Hass kommt mehr Hass dabei raus und nicht irgendwann ein Ende des Ganzen. Haben wir noch eine Frage? Gehst auf die Bühne? Okay. Also was ich relativ interessant finde, ist wirklich die Szene mit dem ausgetrockneten Fluss. Und was meine Frage dann wäre, ist, ob das vielleicht wieder ein Gleichnis ist für eine Geschichte, die in Wirklichkeit passiert ist. Da gehe ich von aus tatsächlich. Also dass ein Teil dieser, also ich vermute, es waren mehrere Geschichten, und eine der Geschichten war tatsächlich die Frage, wieso führt dieser Fluss hier Salzwasser? Zumindest manchmal. Mhm. Ja? In echt scheint das irgendwie so ein Brackwasserrückfluss zu sein, gewissermaßen. Aber das ist sozusagen durchaus was mit dieser Geschichte erklärt wird. Ne? Der führt Salzwasser, weil der eben mit Tränen gefüllt ist. Ja. Und das mit der Dürre würde auch ziemlich gut den Hass dann erklären. Mit der was? Das mit der Dürre würde auch ziemlich gut den Hass dann erklären. Ja. Die Ernten fallen aus. Was machen die Leute als erstes? Sie gucken, was ist der Grund? Hassen sich gegenseitig, hassen die Götter. Und sobald das Wasser wieder da ist, dann ist auch wieder alles gut. Ja, also es könnte tatsächlich sein, dass es dass da noch mit reingeflossen ist, so eine Idee von, als uns hier damals der Fluss ausgetrocknet ist, hatten wir hier auf einmal ein echtes Problem mit Hass. Ja, auf einmal sind die Leute aufeinander losgegangen und konnten sich nicht mehr riechen. Vorher, als das alles hier fruchtbar und glücklich war, hatten wir irgendwie wenig Probleme miteinander. Das kann gut sein, dass das in so einer Dürreperiode mal passiert ist und in dieser Geschichte gelandet ist. Ja. Das ist cool, macht mehr. Ja, guck mal, das ist super. Ja, also was ich ja super interessant finde, ist ja wirklich dieser Aspekt, dass da auch dieses Volk plötzlich aufbegehrt und auch wirklich ein Problem für die Götter wird. Zwar nicht so direkt, das ist immer noch durch diese anderen Götter irgendwie da gespiegelt und so, aber die haben nicht so eine richtige Handhabe auch dagegen. Also das ist irgendwie auch selten, und ich meine, überhaupt auch die Grundkonstellation, wie die Geschichte beginnt, dass sich da Hera und Poseidon plötzlich, der ist zwar ein Gott, aber eigentlich hat er nichts mehr zu sagen, also auch wieder mit so jemandem, naja, deutlich niederem Stand, sag ich mal, einlassen und sich von dem Entscheidungen abnehmen lassen, finde ich wirklich ungewöhnlich. Ja,
Also da habe ich auch tatsächlich lange drüber nachgedacht, warum sie ihn entscheiden lassen. Ich vermute, dass da auch eine Vermischung mit anderen Geschichten passiert ist. Also es gibt ganz viele Geschichten, insbesondere in denen Poseidon vorkommt, in denen er sich mit irgendjemand drum streitet, wer quasi der Hauptgott irgendeines Landstriches ist und in der das dann sozusagen irgendwie demokratisch beschlossen wird. Ja? Also von Athen gibt es zum Beispiel so eine Geschichte, da streiten sich Athene und Poseidon darüber, wer da der Hauptgott wird von der Region, und dann schenken sie beide den Athenern bestimmte Dinge, und wer das geilere Geschenk abliefert, wird der Hauptgott. Ne? Also da machen die Athener so eine Art Hauptgott-Casting, kann man sagen. Und auch da zieht Poseidon den Kürzeren und wird irgendwie durchaus sauer hinterher. Nachzuhören in einem bekannten Podcast. Bitte? Nachzuhören in einem bekannten Podcast. Haben wir das tatsächlich schon mal erzählt? Oh, okay. Ich verliere selber den Überblick. Genau, also ich vermute, also und von dieser Variante Poseidon und irgendwer streitet sich um irgendwas und dann gibt's Naturkatastrophe, das gibt's häufig, und ich vermute, das ist da mit reingeflossen, und weil man ja irgendwie diesen Inachos da irgendwie mit reinbringen musste, ist da so eine Zuweisung zu, du machst das jetzt bitte, passiert, die aber tatsächlich auf den ersten Blick so ein bisschen unlogisch ist. Also das könnte eine Erklärung sein. Und die zweite Erklärung, die ich dafür habe, ist, es gibt auch quasi in dem ganzen Kulturkreis immer wieder so Figuren, die, obwohl sie versuchen, es den Göttern recht zu machen, nur Pech haben die ganze Zeit und denen alles schief geht. In der Bibel gibt's auch so eine Figur, Hiob, ja, der ist total gottesfürchtig und macht alles genau so, wie Gott das will, und trotzdem nimmt ihm Gott alles, was er irgendwie hatte, und es kommt auch kein Happy End hinterher im Sinne von so, und jetzt, weil du durchgehalten hast, kriegst du jetzt alles wieder, sondern nein, bleibt alles scheiße. Ja, also Hiob war auch wirklich mein erster Gedanke, mhm, und da auch, also auch gerade dieser Moment, wo er in diesem Stein sitzt und eigentlich nicht mehr weiter weiß. So genau dieser Hiob-Moment. Aber da gibt's einfach nur diese wunderschöne Verbindung, dass eben dann der Mensch dann doch noch was den Göttern wieder heimzahlen kann oder zumindest, okay, sie irgendwie Bedrängnis führen kann. Während später dann irgendwie bei den monotheistischen Leuten diese zwei Ebenen so weit voneinander getrennt sind, dass da irgendwie auch gar nichts mehr möglich, ja, ist. Also, und die Demut das Einzige ist, was dir bleibt. Genau, also bei Hiob ist dann sozusagen die Message so, schluck das alles, dann so im Jenseits wird es dir dann wieder vergolten werden, und hier dieser Inachos, der bläst zur Revolution im wahrsten Sinne des Wortes, und ich glaube tatsächlich dieses Bild, dass die Eris so groß wird, dass sie nicht mehr kontrollierbar ist, auch von den Göttern, dass, also ne, wenn man es übersetzt, heißt das ja, der Zorn der Leute wurde so stark, dass die niemand mehr in den Griff bekommen hat. Das hört sich nach einem Aufstand an, der da irgendwie passiert ist. Und wer weiß, ne? Gerade wenn da irgendwie eine Hungersnot unterwegs war oder ähnliches, kann das auch gut sein, dass das auch mit in diese Geschichte eingeflossen ist. Dass da tatsächlich eine Revolte am Grund dieses Mythos liegt. Das ist durchaus denkbar, ja. Ja, cool. So, jetzt aber der Rest, Leute, ja auch noch. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ihr hier mitmacht. Ich find's großartig. Genau. Hallo. Hallo. Ich fand's in der Tat sehr spannend, dass die Hera erst eifersüchtig wurde auf die Io, als die angefangen hat, mit dem Zeus zu schlafen. Mhm. Und nicht, weil Io aussieht wie Hera, wo ich kurz drüber gestolpert bin, weil ich dachte, das passt eigentlich nicht zu Hera, dass sie dann erst sauer wird. Eigentlich hätte die ja schon viel früher sauer werden sollen. Mhm. Also ich glaube, es passt tatsächlich zu ihr, weil sie ist ja jetzt eben nicht eine Göttin wie Aphrodite oder sowas, die quasi die Schönheit ist und die irgendwie einmalig sein muss, ja, sondern sie ist die Göttin der, also Mutterschaft zum einen, aber vor allem der Ehe und der ehelichen Treue und so weiter. Und wenn man ihr nacheifert, das findet sie okay. So, das ist in Ordnung. Aber in dem Moment, wo da angefangen wird, irgendwie Ehebruch zu begehen, da wird sie stinken. Wobei rein technisch, also jetzt, wenn man mit Zeus-Argumentation da rangeht, hat die Io ja ihr 100% nachgeeifert, also es war ja... Ja, da war sie auch echt in einer Scheißsituation, muss man mal sagen. Also ich kann mir auch, also ich traue es jemandem wie Hera locker zuzusagen, dass sie der Io aus beiden Entscheidungen einen Strick gedreht hätte. So entweder so, Moment mal, du hast mit meinem Mann geschlafen, jetzt gibt's Ärger. Oder wie, du hast nicht mit meinem Mann geschlafen, das kann doch nicht angehen, ist doch dein Job als meine Priesterin. Das wäre durchaus denkbar. Und gerade wenn man sich noch anguckt, dass es durchaus quasi in dem Ritus, den die Griechen hatten,
Da gab es einen Vorgang, der sogenannte, ich glaube, es ist männlich, also der Hieros Gamos, das ist sozusagen die heilige Vermählung, wo gewissermaßen, also das ist so ein Fruchtbarkeitsritual, wo vor allem ehelicher Sex und Fruchtbarkeit quasi zelebriert worden ist. Und da gibt es eine, also in der Mythologie treffen sich da einmal im Jahr Zeus und Hera unter irgendeinem Baum, ich glaube ein Pflaumenbaum, ich weiß es nicht mehr so genau, und machen dann Liebe unter dem Pflaumenbaum. Und also einmal im Jahr, ne, läuft da noch was zwischen den beiden. Und ich glaube tatsächlich, dass es da durchaus auch einen Ritus gab, der dazu gehört, dass da irgendwie sozusagen ein Zeus-Priester und eine Hera-Priesterin irgendwie rituell Sex miteinander hatten. Und wenn das stimmt, dann würde man tatsächlich sagen, die Io hat nichts falsch gemacht. Das war total safe. Und dann fragt man sich aber, warum die Hera dann so stinkig wird. Aber wahrscheinlich ist es halt mal wieder Zeus, der da über die Stränge geschlagen hat. Der hat halt in diesen ganzen sterblichen Ritualen nichts verloren. Da soll gefälligst ein symbolischer Zeus mit der Priesterin schlafen und nicht der echte. So, und naja, aber wie das so ist, meistens wendet sich Heras Zorn nicht gegen ihren Mann, sondern gegen ihre Nebenbuhlerin. Und das ist auch ein echter Charakterfehler von ihr, würde ich mal sagen. Genau. Vielen Dank. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass das Land ja seine gänzliche Fruchtbarkeit verloren hat, erst als die Frau ihn verlassen hat. Und ich hätte eigentlich eher erwartet, dass das schon passiert, wenn Hera wütend auf ihn wird. Also, warum ist das nochmal so hinten nachgezogen? Weil Hera ist ja eigentlich dann erstmal wieder zufrieden und dann kommt aber nochmal die Dürre des Landes. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich finde es auch komisch. Und es gibt auch tatsächlich Varianten, in denen es so ein bisschen anders läuft, in denen das Land quasi in dem Moment, als der Fluss austrocknet, schon seine Fruchtbarkeit verliert. Aber ich glaube, das hat tatsächlich vielen Autoren nicht gut gepasst, weil das würde ja bedeuten, also ne, naturwissenschaftlich macht es total Sinn, Wasser weg, Fruchtbarkeit ist platt. Aber in so einer Mythologie irgendwie, ja Moment mal, jetzt hat man einer Muttergottheit, die durchaus auch für Fruchtbarkeit steht, das Land zugewiesen und jetzt wird es unfruchtbar. Das funktioniert in der Geschichte nicht. Genau, und dann wäre halt die Frage, kriegt man irgendwo einen Bruch erzählt mit Hera? Also irgendwo, wo der Punkt kommt, in dem dann auch Hera ihm seine Gunst entzieht und dem Land ihre Gunst entzieht. Und wie erzählst du den? Den kannst du eigentlich so richtig gut erst erzählen, in dem Moment, wo er sich gegen alle Götter wendet und dieser Hassprediger wird. Aber dann war ja sein Land vorher noch fruchtbar, dann ist es wiederum nicht so nachvollziehbar, dass er da so ausgerastet ist und so. Und dementsprechend ist das, glaube ich, tatsächlich so ein symbolisches Abwenden der Mutter gewissermaßen, in dem seine Frau ihn verlässt und dann wird es unfruchtbar. Aber das habe ich jetzt auch tatsächlich so erzählt, weil ich finde, so funktioniert es gut, aber es gibt viele Varianten, in denen das anders abläuft. Und, aber ich finde es so am plausibelsten. Danke. Noch mehr? Also ihr habt noch eine Stunde, wenn ihr wollt. Ich dachte, wir haben noch 10 Minuten. Es kommt. Na gut. Möchtest du die mal vorlesen? Eine Frage auf Twitter. Wir haben ja einen Twitter-Engel sozusagen. Ja, die Möb424 fragt, was... Bisschen lauter ins Mikro. Die Möb424 fragt, was mit Argus ist. Da sollte Jo doch überwachen. Genau. Das gibt's auch. Also es gibt eine Variante, in der... es gibt mehrere Varianten, in der entweder vor oder nach der ganzen Verwandlung in die Kuh noch so eine Variante läuft, dass Hera einen Riesen namens Argos, nach dem durchaus wiederum die Stadt benannt ist, die diese Argolis benannt hat und so weiter, ihr seht, das greift alles wunderbar zusammen, in der dieser Riese namens Argos die Io bewacht, um eben Alarm zu schlagen in dem Moment, wo sich da ein Zeus nähert, der da irgendwas vorhat. Und dieser Riese hat 100 Augen, das sind die sogenannten Argos-Augen, vielleicht habt ihr den Ausdruck schon mal gehört. Und der bewacht dann also die Io und wird dann letztendlich in Zeus' Auftrag von Hermes ausgetrickst. Der schläfert den gewissermaßen ein und dann hat Zeus freie Bahn, gewissermaßen. Genau, aber die Variante gibt es also durchaus auch, dass da dieser Argos noch im Spiel ist. Mhm.
Ich hätte mal noch eine hausmeisterliche Frage zu dem Thema. Ich weiß nicht, wer von euch heute früh den Talk von Maha schon gesehen hat. Da ging es auch zum Beispiel drum um Texte und wie aus verschiedenen Texten dann einer zusammengemürzt wird. Und ja, da wollte ich nur fragen, wie sieht es eigentlich überhaupt bei den Geschichten und generell beim Troja-Alert bei den griechischen Sagen mit der Quellenlage aus? Ja, also ich mische ganz fürchterlich. Das stimmt. Also ne, dadurch, dass das ja, ich muss ja irgendwie hinkriegen, so eine Gesamterzählung da irgendwie zusammenzukriegen und da meistens irgendwie Bruchstücke dieser ganzen Sagen bei verschiedenen Autoren stecken, die dann auch unterschiedlich, zum Beispiel so Geschichten wie welcher Gott ist eigentlich Tochter und Sohn von wem und pipapo und so weiter, und da mische ich ganz fürchterlich durcheinander und habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich es zwar gerne leisten würde zu sagen, okay, das habe ich daher, das habe ich daher, das habe ich daher, aber das kriege ich tatsächlich nicht nachvollzogen, sondern ich nehme mir da sozusagen die erzählerische Freiheit, um da wild durcheinander zu mischen. Und sind so Geschichten, wie sie zum Beispiel von Homer erzählt werden, sind das dann original aus dem Altgriechischen übersetzte oder sind die auch über 3-4 Biegungen erst ins... Also da gibt es durchaus Übersetzungen, die direkt aus dem Altgriechischen kommen, ja. Okay. Also wäre das die erste Anlaufstelle wahrscheinlich, da zu gucken. Wenn du dir das antun willst, ja. Mit einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt, ist, weil eine ganze Menge Leute zu mir gesagt haben, naja, mich würde das ja durchaus interessieren mit diesen griechischen Sagen, aber das kann ja kein Mensch lesen. Ja. Und ich habe da durchaus Spaß dran. Also auch so Hesiod und Homer, also jetzt nicht im Original, aber in der deutschen Übersetzung zu lesen, das ist aber anstrengend genug. Und mit einer der Gründe für diesen Podcast ist, weil ich das etwas barrierefrei nacherzähle, sozusagen. Noch mehr? Ihr wollt Nein. doch alle los. Dann danke ich euch. Das hat mir saumäßig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir nochmal, Stefan. Ihr könnt ihm folgen als @Hirnblockade oder als @TrojaAlert auf Twitter. Und ihr könnt natürlich alle den Podcast abonnieren. Er freut sich und ihr könnt auch flattern und sonstiges tun, um ihn zu beschießen mit lustigen Geschenken und Aufmerksamkeiten. Und durchaus kommentieren. Wir nehmen auch Audiokommentare, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, was einzusprechen, aber auch in schriftlicher Form. Wir freuen uns genau für solche Fragen und Diskussionsbeiträge. Da sind wir immer ganz heiß drauf. Danke nochmal. Danke auch. Es geht hier weiter um 20 Uhr. Genau, ich wollte jetzt aber deinen letzten Applaus nicht. Also wenn ihr nochmal wollt, ihr habt gerade angesetzt.